Das sind meine Ziele 2018 gewesen für 2019. Und habe ich es geschafft? Nee, ich habe es nicht geschafft. Nicht geschafft in einem Jahr. Und darauf kommt es an. Denn viele überschätzen, was in einem Jahr passiert und unterschätzen, was in 3 Jahren passieren kann. In diesem Sinne habe ich jetzt etwas für dich dafür, dass du deine Ziele erreichst und wie du sie strukturierst. Ganz, ganz was Wichtiges. In diesem Video erfährst du also, wie ich das gemacht habe, dass ich in 3 Jahren nicht nur mein Business verkauft habe, ein Mentoring erzeugt habe, so dass ich am Ende des Tages meinen Lebensmittelpunkt sogar in ein ganz anderes Land verlegen konnte. Man nennt das Visualisieren, wenn man sich vorstellt, ausmalt, so farbenfroh, wie es nur sein kann, wie sein Ziel, seine Zukunft einmal aussehen sollte. Und dafür ist das also sehr, sehr wichtig, dass man das Ganze am Ende des Tages auch manifestiert. Und das habe ich in diesem Vision Board getan. Ich habe natürlich noch nicht so sehr viel Erfahrung gehabt, wie lange ich für ein Ziel brauche und die Umsetzung nur auf dem Papier geplant. Aber es war mir immer wichtig, dass ich genau dort ankomme. Und heute ist es so, dass ich, wie eben schon gesagt, meinen ganzen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlagern konnte, ohne dass ich mein Business hier einbüßen muss. Und wie ich das gemacht habe, erkläre ich dir hier. Also schau zu, dass du die Glocke abonnierst, den Kanal abonnierst und mir auf jeden Fall einen Kommentar drunter dalässt, was vielleicht auch zur Inspiration für mich gelten kann, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Wie habe ich das gemacht? Und zwar mit wirklicher Beharrlichkeit. Dieses Bild immer vor Augen zu haben, hat mich stets angetrieben. Und Beharrlichkeit in dem Sinne, auch wenn mal was schiefgelaufen ist, einfach weiterzumachen, aufzustehen. Das Ganze findet wirklich in deinem Kopf statt. Die Schranken in deinem Kopf, die darfst du eliminieren und nicht daran verzweifeln, wenn du mal scheiterst. Ja, dieses ganze Mindset-Thema ist natürlich auch etwas, was du an jeder Straßenecke findest. Der Unterschied ist nur, wenn du es tust, dann stellt sich es bei dir natürlich ein. Und um das zu tun, gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten. Ich für mich habe das Eisenhower-Prinzip genutzt. In meinem Buch ist das sogar beschrieben als Q1, Q2, Q3, Q4. Und es gibt schon eine Menge Videos, die ich zu diesem Thema gemacht habe, weil ich es so elementar finde. Also, wenn du deine Ziele quasi für ein Jahr am Jahresbeginn strukturierst und planst, dann nehme auch die Zeit mit in Anspruch. Das ist gar nicht schlimm, wenn du dort so viel reinpackst, sodass dein Bild quasi komplett wird. Und dass dein ausgemaltes, so farbenfrohes Bild in deiner Vorstellung natürlich auch zu leben beginnt. Und du siehst nach und nach, wie du Puzzlestück für Puzzlestück zusammengreifst und zusammenreißt. Hier auf der Messe, wo wir heute sind, die Messe Düsseldorf, die größte Beauty-Messe in Deutschland, da haben viele Menschen überhaupt gar keine Ziele. Und viele Menschen haben Ziele und verfolgen sie nicht so ganz vehement. Und das ist ein Vortrag, den ich zum Beispiel hier auch gehalten habe auf der Beauty-Business-Bühne, darum, den Erfolg im Fokus zu haben und wie man seine Ziele erreicht. Q1, Q2, Q3, Q4 war für viele überhaupt gar kein Thema und kein Begriff. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass ich dort viele, viele Leute erreichen konnte. Also, welche Ziele hast du denn zum Beispiel, die du noch nicht erreicht hast? Und es sich trotzdem lohnt, festzuhalten. Huda Kattan ist zum Beispiel eine sehr bekannte Influencerin, die genau das vor Augen hatte. Sie hatte ein Ziel vor Augen, für jede Ethnie, für jeden Skin-Typ ein bestimmtes Pflegeprodukt, ein passendes Make-up zu kreieren. Und natürlich war das mit sehr viel Gegenwind einhergehend, aber sie hat einfach immer daran geglaubt. Eins ihrer Zitate sind zum Beispiel, dass Erfolg wirklich das Resultat, die Summe von Ausdauer, Fleiß, Lernbereitschaft und Leidenschaft für das ist, was du tust. Ja, und dann ist es eben eine ganz wichtige Sache, dass du das immer verfolgst. Und auch wenn etwas mal nicht gut funktioniert, hast du die Möglichkeit, hier einfach weiterzumachen und aufzustehen. Das ist der wesentliche Punkt.
das funktioniert eben nun mal besser, wenn du organisiert bist und nicht wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geschossen wirst, der beim Tischtennis irgendwie herumkatapultiert wird. Wenn du montags morgens überfahren wirst von deinem Tag, von den vielen Aufgaben, die da anstehen und auf dich zukommen, liegt das ganz alleine daran, dass du nicht organisiert bist. Deswegen solltest du diese Videos zum Selbstmanagement mal von mir anschauen, damit du die Ziele von zum Beispiel der Make-up-Meisterschaft hier oder einem Standbesitzer, der seine Produkte an den Mann bringen möchte, oder der vielen Kosmetik-Selbstständigen, die hinter mir Zuhörer meiner Vorträge sind, das solltest du dir einfach einmal zu Gemüte führen und dir zum Beispiel nehmen. All diese Menschen haben ein absolutes Ziel vor Augen und dürfen einfach ganz organisiert an die Zielerfüllung rangehen. Und das macht ja so viel Spaß, wenn du einfach einen Meilenstein erreicht hast. Und als ich dieses Bild nochmal ausgepackt habe, aus den Katakomben meiner Umzugskartons auf dem Weg nach Dubai, dann ist mir wirklich richtig bewusst geworden, was ich alles schon erreicht habe, alleine durch die Verwirklichung dieses Vision Boards. Es hat immer im Unterbewusstsein wirklich eine große Rolle gespielt und ich bin mega stolz darauf. Meine Kosmetikoffensive heißt jetzt Beauty Biz Kongress. Meine Schule hat immer wieder Kurse. Mein Kosmetikstudio hat jetzt zwar keine Leitung, sondern ich habe es verkauft. Und dann habe ich hier eben mein Mentoring und auch verschiedene große Kunden, die eben in so einem Club der 4.000er, 5.000er, 6.000er, 7.000er Kunden sind. Also das ist alles erreicht. Und hey, was ich nicht erreicht habe, bis 50 zu warten. Ich bin schon 47 und kann also jetzt unter den Palmen arbeiten, in einem sehr, sehr schönen Umfeld. Ich möchte dich nicht prahlenderweise erreichen, das ist gar nicht meine Art, sondern dir Mut machen, deine Ziele zu erreichen. Denn weiß Gott, auf diesem Weg war nicht immer alles einfach und es hat mich auch manchmal richtig viel Tränen gekostet. Also aus diesem Grund, gib nicht auf, bleib immer dran. Und aus diesem Grund ist es so, so wichtig, das Endziel vor Augen zu haben. Denn alles startet immer mit dem Endziel. Wenn du dir das so schön und bunt ausmalst, dann hast du auch Kraft, dann aufzustehen, wenn du mal am Boden liegst und denkst, es kann nicht weitergehen. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich, auf dein Abo. Hinterlass mir mal einen Kommentar, welche Ziele du hast. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty.